Moin Moin, mein Name ist Torben Stobbe und ich gehe heute auf Tour mit unserem Porsche Taycan GTS und im Zuge dessen möchte ich euch einmal unsere neue My Porsche App etwas näher bringen. So, bevor wir uns jetzt ins Fahrzeug begeben, möchte ich im Voraus einmal unser Fahrzeug vorkonditionieren. Und das Ganze mache ich einmal hier über unsere My Porsche App, über diesen Button hier. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen in der Standklima vorzunehmen. Welche Bereiche ich temperieren möchte und welche Wunschtemperatur ich haben möchte. Das Ganze starte ich dann hier über diesen roten Button Standklima starten. Das machen wir jetzt einmal. Und solange das Fahrzeug jetzt vorkonditioniert, gehen wir einmal zusammen zum Fahrzeug. So, wir stehen jetzt hier vor unserem Fuhrpark. Ich habe leider ein kleines Problem und zwar weiß ich überhaupt nicht, wo das Fahrzeug abgestellt wurde. Aber auch da haben wir eine kleine smarte Lösung in unserer My Porsche App. Und zwar können wir unser Fahrzeug einmal aufblinken und hupen lassen. Und das machen wir jetzt einmal. Wir können dann einmal schauen, wo das Fahrzeug steht. Das hört sich schon mal gut an. Im Fahrzeug angekommen, kann ich sagen, dass die Temperatur auf jeden Fall für unsere Tour passt. Und jetzt möchte ich im Voraus einmal über unsere My Porsche App meine Route planen und damit auch verbundene Ladestationen raussuchen. Und zwar machen wir das einmal hier über die Suche. Hier kann ich dann direkt mein Ziel eingeben. So, da ist es schon. Und kann dann an diesem Ort verschiedene Ladesäulen raussuchen. Das kann ich über Zoom, über das Rein- und Rauszoomen nochmal verkleinern oder vergrößern, um dann auch noch mehrere Ladestationen anzeigen zu lassen. Wenn ich auf die Ladestation direkt draufklicke, kriege ich nochmal kleine Informationen zu den Ladesäulen und kann die somit direkt auch anfahren. Hier unten rechts über dem Punkt Konto haben wir die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen in unserem Profil vorzunehmen. Beispielsweise den Porsche Charging Service. Hier können wir einmal einsehen, welcher Vertrag ausgewählt ist, wie lange die Vertragsdauer gilt und welche Seriennummer wir von unserer RFID-Karte von der Porsche Charging Card nutzen. Außerdem haben wir rechts daneben die Möglichkeit, unsere verschiedenen Transaktionen einsehen zu können. Das heißt, zu Hause wie auch unterwegs sehen wir dann, welche Ladung mit dem Porsche Charging Service durchgeführt wurde. So, nachdem ich meine Route jetzt fertig geplant habe, machen wir uns jetzt einmal auf den Weg und wir sehen uns gleich am Ziel wieder. So, an meinem Ziel angekommen, möchte ich jetzt noch zu guter Letzt mein Fahrzeug ganz einfach hier über die My Porsche App verriegeln. Und zwar machen wir das hier über diesen Schlüssel. Gehen dann einmal auf den Punkt Verriegeln. Wir bestätigen das Ganze noch einmal und dann im Nachhinein wird das Fahrzeug einmal abgeschlossen. Ja, vielen Dank, dass ihr bei meiner Tour dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video.